Meisterwerke deutscher Expressionisten, wie des 1914 in der Champagne gefallenen Auguste Macke, begegnen Werken der Väter der französischen Moderne, Pierre Bonnards Selbstporträt im Spiegel oder Pablo Picassos Le Rocking Chair, sprechen von Zweifel und Isolation während der deutschen Besatzung. Museumsdirektor Henning Schaper über die Ausstellung Ensemble im Museum Frieda Burda in Baden-Baden. Sie wurden restauriert, sie wurden quasi hübsch gemacht für uns, dass sie in einem Good Shape hier sind. Und einige Werke haben die Restauratoren aus Paris hier seit langem wiedergesehen. Und ich denke, wir haben hier Gegenüberstellungen, die es seit 20, 30 Jahren nicht in europäischen Museen zu sehen gab. Die Idee der Gemeinschaft, die Bruderschaft der Künstler, so die Kuratorin Brigitte Leal, die wichtige Leihgaben des Centre Pompidou beigesteuert hat, überschreitet nationale Grenzen und politische Unterschiede. Das Museum über das Projekt, die tiefe Verbundenheit mit Frankreich und ganz besonders Paris, ist nicht nur zentral für Burdas Biografie. Die verheerenden Folgen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs sowie die Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich prägten auch die europäische Kunst des 20. Jahrhunderts. Ensemble bis zum 29. September.